Willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben es ja endlich geschafft. Wir stellen die Seife und die Wurst jetzt her. Versorgen jetzt unsere Inseln damit. Ich warte gerade darauf. Oh, nee, das ist das andere Schiff. Ich warte gerade auf das Schiff, das ankommt. Ah, hier. Weil wir ja die Fenster brauchen. Schon wieder. Für diese Inseln. Damit wir hier... Ja, ich weiß, man kann das auch selber wegklicken, aber ich lasse es meistens von alleine weggehen. Ich warte darauf, dass die Fenster hier sind, damit wir hier diese Anlegestellen bauen können, weil das hier so ein bisschen voll ist. So, und hier können wir nämlich das auch noch alles wegmachen. So, die Dinger kann man wohl noch lassen, weil die arbeiten... Achso, das ist ja... Achso, das ist was anderes. Okay. Das ist ganz schön leer jetzt hier, ne? Also, das ist jetzt echt extrem leer geworden. Ich muss ja sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, wenn das Let's Play hier vorbei ist. Aber ich denke, dass es noch um die 50 Folgen geben wird. Kann ich mir vorstellen. Bis wir wirklich alles vollgebaut haben und wir noch die einzelnen Aufgaben erledigt haben. Kann ich es mir vorstellen. Würde ich ja auch gerne dann Anno anfangen, wo es richtig schwer ist, aber da habe ich auch irgendwie ein bisschen Schiss vor. Ja. Aber ich würde es versuchen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Let's Play. Obwohl ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann auch einfach mit Anno 1800 erstmal aufhören und wir dann vielleicht ein altes Anno weiterspielen. Weil darauf hätte ich nämlich auch Lust. Auf Anno 2070 zum Beispiel ist auch einer meiner Lieblings-Annos. Oder 1404, glaube ich, heißt das. Ja, 1404. Da hätte ich zum Beispiel auch Lust drauf, das durchzuspielen. Da habe ich nämlich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe es mal angefangen vor, ich glaube, 2 Monaten oder so. Habe aber richtig schnell wieder aufgehört, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, da hatte ich gerade Lust auf ein anderes Spiel. Da habe ich Anno 1404 halt wieder zur Seite gelegt. Und ich glaube, in Let's Play könnte ich mir das gut vorstellen. So, wo waren wir? Also, die Fenster haben wir jetzt, das Teil haben wir aufgebaut. Ich weiß halt nicht, ob eins reicht. Das ist ein bisschen... Da ist immer noch sehr viel. Machen wir ein zweites noch hin. Das ist jetzt leer. Okay, das haben wir dann alles jetzt. So, okay. Also anscheinend, ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Aber das scheint alles gut gefüllt zu sein. Ach, schon wieder. Die nerven ja, ne? Also, Mann, die nerven ja vielleicht. Katschloni. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Die alte Welt wollte ich doch. So. Also, die scheinen jetzt versorgt zu sein. Achso, Seife, das ist aber hier schon da. Ich glaube, die mache ich jetzt doch weg. Weil, guck mal, die sind jetzt ganze Zeit voll und aus Capcioloni kommt ja eigentlich schon was, ne? Ja, komm, wir machen die weg. Hier, da sparen wir auch ein bisschen Geld. Wobei, das brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir haben endlich genug Geld, ne? Wobei das Minus schon wieder so hoch ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass irgendwo wieder was nicht richtig voll ist. Das nervt mich ja immer, wenn man dann die Sachen nicht da hat. Deswegen ist es immer besser, wenn man eine Handelsroute hat und alle Inseln versorgt werden. So, dann über das Schiff eben. Ziegelsteine. Hä, wo sind die denn jetzt hin? Bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Die sind doch eigentlich nur ganz oben, ne? Ach, da sind sie. So, wo war das jetzt hier?
Dann bauen wir die nämlich gleich eben wieder auf. Aber bis das Schiff da ist, dauert es noch was. So, wie sieht es denn hier aus? Genau, hier können wir nämlich dann auch ganz viele Sachen wegmachen. Da haben wir noch echt viele Sachen stehen. Ja, also die Gulasch, den brauchen wir ja auf jeden Fall noch, ne? Den stellen wir jetzt nicht woanders her. So, die Bäckereien, die können hier weg. Ach, guck mal, die habe ich auch vergessen wegzumachen, die Felder. Wollte man anscheinend gerade wieso nicht genug Ware. So, dann hier die Schweinefarm. Das Holz brauchen wir, glaube ich, für die Dings. Für die Nähmaschinen. Das kann auch weg. Das auch. So. Okay, das ist leer. Davon haben wir noch was da. Und die stellen auch noch ein bisschen was her. Wird wahrscheinlich gleich runtergehen, weil wir nämlich die Ware gar nicht da haben. Was mache ich denn da? Ich wollte doch hier. So, so. Komm, den machen wir jetzt auch noch weg. Die haben wahrscheinlich, gehen gleich auch aus. Ach, guck mal, die haben hier auch Bier auf dieser Insel. Ui, da brauchen wir ja mehr Bier, als ich dachte. Na, das wird dann gar nicht so einfach. Da würde ich sagen, das da hinten lassen wir erstmal noch stehen, hier. Weil die haben hier gerade eh nicht genug, ne? Was fehlt denen denn? Weil dann würde ich erstmal das hier noch stehen lassen. Sonst haben wir immer mehr Minus und das möchte ich halt auch nicht unbedingt haben. Auch wenn wir genug Geld gespart haben. So, die können jetzt weg. Das kann auch weg. Einer reicht da schon. Die arbeiten immer noch, obwohl die gar kein. Ach doch, die. Nee, jetzt haben sie nichts mehr. Oh ja, das war dumm. Warum haben die jetzt hier keinen Weg? Jetzt geht's runter, okay. So, das kann auch weg. So. Dann hier unten können wir auch noch aufräumen. Das kann auch alles weg. Wow, das ist ganz schön viel, ne? Und die ganzen Wege können auch weg. So. Jetzt habe ich da schon wieder den Weg weggemacht, wa? So, das hier muss, glaube ich, alles noch stehen bleiben, weil das brauchen wir hier um für die Nähmaschinen und für den Gulasch, für die Konserven. Und hier wollte ich ja eh die Insel neu bauen, weil die mir die Anordnung nicht so gefällt. Ich würde die ein bisschen schöner bauen. Vor allem jetzt, wo wir hier so viel Platz haben. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt mal um das Bier, dass wir das als nächstes machen. Wo ich mich eigentlich lieber um das Bauen kümmern würde, um die Stadt selber. So, wir hatten ja gesagt, dass wir. Moment mal, hier. Hier wollten wir nämlich Hopfen abbauen. Anbauen meine ich, nicht abbauen. Bier? Hier. Kann auf jeden Fall sein, dass wir dann den Weizen ein bisschen mehr davon mehr herstellen müssen. Jetzt, wo wir ja natürlich auch unseren Hopfen herstellen möchten. Mann. So, 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 so. Okay, wir brauchen da wieder eine Handelsroute. Hier unten die. So. Das kann weg. Dann machen wir die dahin. So. Kann ich jetzt gar nicht machen. Ja, dann machen wir jetzt erstmal die Felder. So. So. Und so.
Warum sind da diese Pfeile nicht? Das ist aber komisch. Haben wir kein Geld? Doch. Ist das auch wieder ein Fehler? Scheint jetzt ganz schön buggy wieder zu sein, ne? Also ich hatte vorher nicht so viele Probleme, aber das scheint jetzt wieder ein bisschen extremer zu sein. Also ich bin ja nicht so pingelig, was das angeht, ne? Dass man sich deswegen so immer so beschwert, bin ich jetzt eigentlich nicht. So, ich bin überhaupt froh, dass sie das Spiel noch so unterstützen und dass auch neue Sachen rauskommen. Ist halt klar, wenn man neue Sachen rausbringt, ne, kommen halt auch wieder Bugs und das ist halt immer dann so eine Sache. Auch früher war das auch nicht so schlimm, ne? So neue Spiele, die waren eigentlich dann schon relativ fertig. Heute ist das gang und gäbe, da ist das total normal. Ich glaube, das schlimmste Spiel, was ich kenne, was mit Bugs so Probleme hat, ist Sims. Also da hat man ja immer Bugs, ne? Also ich kenne kein anderes Spiel, das so buganfällig ist wie Sims. Wobei es ja auch ganz schön kompliziert ist, ne, das Spiel. Das ist ja schon echt viel, vor allem dann die ganzen Packs da, die dann drin sind. Das ist ja natürlich dann auch echt ein Haufen, was da sich zusammen tut. So, jetzt machen wir hier auch noch welche hin. So, so. Oh, ich glaube, das passt hier alles gar nicht. Also ich glaube, hier wird noch ein bisschen Platz übrig bleiben. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich möchte ich nämlich jedes Viereck benutzen. So, dann machen wir hier noch. Man könnte halt jetzt einfach noch hier so welche hinstellen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Und machen dann hier halt noch mal ein Lagerhaus hin. Und hier noch. Falsch. Ja, gut, damit kann ich leben mit dem kleinen Stück. Mein Fuß ist eingeschlafen. Oh. Oh. So. Das sind doch schon mal viele, ne? So, hier müssen wir ja dann die hier brauchen wir auf jeden Fall. Oh, passt genau, perfekt. Dann die Brauerei. Passt auch perfekt. Die haben leider hier hinten keinen Strom. Das ärgert mich jetzt. Ich habe eine Idee. Oh. So, weil die Gebäude brauchen dann nämlich keinen Strom. Jetzt hat der nämlich dann auch Strom. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Sachen hier ankommen. Wie sieht es denn mit dem Weizen aus? Da haben wir mehr als genug, okay. Ist ja schon mal gut. Wie sieht es denn hier mit dem Brot aus? Haben die denn überall alle hier genug Brot? Ja. Hinten auch. Auch, ja. Also Brot haben wir auf jeden Fall genug.
So, jetzt können wir hier nämlich die Sachen auch noch abreißen. Das war's. Und hier oben würde ich dann jetzt auch, glaube ich, das hier abreißen. Ja. Dann haben wir das nämlich auch schon weg, weil wir stellen das jetzt gleich wie so auf der anderen Insel her. Dann ist das nicht ganz so schlimm. So. Aber Wurst haben wir jetzt auf jeden Fall echt viel, ne? Da macht das auf jeden Fall später gar keine Probleme, wenn wir dann die Bevölkerung erhöhen. So, mich nervt das jetzt ein bisschen, dass wir hier leider jetzt gar kein... Gott, wie viele Schiffe kommen denn hier an? Ach du meine Güte. Ach nein, so. Das sind aber viele. So, ich hoffe ja, vier reichen. Aber die haben ja auch Strom, ne? Dann müsste es ja ein bisschen mehr produzieren. Dann brauchen wir jetzt schon wieder Schiffe, ne? Ich muss sagen, ich mache mir langsam hier ein bisschen Sorgen um den ganzen Verkehr. Das wird langsam ein bisschen viel, ne? Haben die wieder hier irgendwas nicht? Weil das scheint mir irgendwie so ein bisschen komisch, dass wir schon wieder so viel Minus haben. Aber man kann ja natürlich auch einfach ein Konto nachgucken, ne? Also Wurst haben wir, Brot haben wir, Fisch haben wir, Schnaps haben wir auch, Kleidung haben wir auch, Seife haben wir auch, Bier haben wir auch, Gulasch und Dose haben wir auch, Pelzmäntel haben wir sogar auch und die Nähmaschine haben wir auch, Brillen haben wir auch, Maschinen haben wir auch, Räder haben wir auch, Kaffee haben wir auch, Glühbirnen auch, den Sekt haben wir auch, Schmuck haben wir auch, das haben wir auch hier. Perlen, ja, die brauchen wir dafür. Ja, das war's, ne? Ja, eigentlich haben die alles. Kann also nicht an dieser Stadt hier liegen, wa? Ne, es liegt an einer anderen. Hier scheint was in Bewegung sein. Ohoho. Hier ist ja richtig. Hier ist richtig Ebbe. Also, Seife haben wir nicht genug. Brot haben wir nicht genug. Ja, das ist aber auch. Weiß halt nur nicht, ob das jetzt hier noch von dem Platz ausreicht. Ich glaube, den können wir nicht. So. Oh. So. Nee. Nein. So. Reicht immer noch nicht, ne? Ne. So. Und. Mein Gott, wie viel brauchen wir denn davon? Okay. Weiter kann ich nicht gehen. Weil der braucht dann nämlich auch noch den Anschluss. Sonst passt es ja nicht. Oh. Immer noch nicht. Wir können natürlich auch hier einfach ein bisschen Weg wegmachen. So. So. Das
hat jetzt eigentlich kaum was gebracht, ne? Die haben nicht genug Seife. Also brauchen wir davon noch zwei. Und hiervon noch ein. Dann machen wir das so. Und hier würde ich einfach die Prozentzahl, glaube ich, ein bisschen erhöhen. So. Dann hoffe ich, dass das gleiche. Ja, die Nähmaschine habe ich ganz vergessen. Wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen provisorisch. Nein. So. 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 Die müssten hier eigentlich auch Strom haben, ne? Ich muss unbedingt von der anderen Welt. Unbedingt, also von der neuen Welt meine ich, muss ich unbedingt, glaube ich, Öl rüberbringen lassen. Das ist sonst echt blöd. Aber den hier scheint es doch echt gut zu gehen, oder? Oh, ich würde schon sagen. Ja, die haben von allem genug. Können hier höchstens halt so ein bisschen, ne, noch aufsteigen lassen. So. Schiffe, die brauchen wir doch, ne? Die alte Welt. Da hatten wir doch jetzt genau Bier. Bier, das wir jetzt herstellen hier. Wie sieht es denn jetzt mit diesem komischen Krümmelzeug aus? Hier. Da haben wir genug. Machen wir lieber noch einen hin. Weil ich jetzt auch zwei wieder hochgemacht habe. Der hier scheint ein bisschen viel zu haben. Was ist denn mit dem? Fahren alle dahin, wa? Statt hierhin. Aber hier ist ja auch noch ein Kontor. So. Da müssen wir eigentlich nur noch warten, dass jetzt die Schiffe ankommen. Damit wir das Bier verteilen können. Sind aber auch noch nicht da. Hier ist auch ganz schön schon was los hier, ne? Muss ich sagen. Also hier sind schon echt viele Schiffe unterwegs. Ich würde sagen, dann im nächsten Part. Ach, das ist, glaube ich. Im nächsten Part würde ich dann, Falschinsel. Ja. Im nächsten Part würde ich sagen, bauen wir dann unsere Stadt hier, die hier neu auf. Weil die würde ich ein bisschen größer bauen und auch ein bisschen schöner, ein bisschen mehr Mühe geben. Was muss man da machen? Schmuggelaufgabe. Ja. Das Schiff. Das machen wir jetzt nur eben hier schnell. War nämlich ein Roche, glaube ich, ne? Ein Roche haben wir, glaube ich, im Zoo noch gar nicht. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange, bis der kommt, weil wir nämlich bald schon wieder drüber sind, über die Zeit. Ich will die Videos nicht immer so lang machen. Ich finde das ein bisschen übertrieben, so 32 Minuten finde ich ein bisschen lang. Da ist es. Okay, und jetzt dahin bringen. Das ging ja jetzt einfach, ne?
Also Wurst stellen wir auf jeden Fall genug her, würde ich sagen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen viel. Aber es ist gut für den nächsten Part, weil wir da ja eh die Produktion schön hoch machen wollen. Ach, Produktion. Die Stadt meine ich. Da wollen wir ja auf jeden Fall die Stadt schön vergrößern. Ach, großes Korallenriff. Manta-Rochen, genau. Ein Rochen. Geil. Eigentlich würde ich ja hier irgendwo auch nochmal ein Zoo bauen, deswegen glaube ich, lasse ich das jetzt hier. Weil das wird ja sozusagen unsere zweite Hauptstadt. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch hier schön versorgen. So Leute, das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss.